Schalömmchen und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Let's Play in R-Faktor 2. Eigentlich hatte ich einen ganz anderen Plan. Ich wollte nämlich so ein Video machen wie neulich zu dem M2, also dem BMW M2 in R-Faktor 2 und den BMW M4 in Race'em Racing Experience. Ich wollte alleine ein bisschen rumcruisen und euch dann was aus der Wiederholung dalassen. Aber jetzt habe ich mich doch dazu entschlossen, euch mitzunehmen auf ein paar Ründchen im Regen auf dem Hockenheimring in R-Faktor 2 im neu erschienenen Audi R8 GT3. Aus dem Jahr 2019, den es für mich gratis gab, da ich schon das GT3-Pack hatte, beziehungsweise das Power-Pack oder wie auch immer das dann hieß, das nächste, ich hoffe, der Kollege, gut, fährt nicht in uns rein, ausgezeichnet. Wie ihr seht, habe ich die Regenreifen schon drauf, das sieht man in R-Faktor 2 immer ganz gut, der Regen sieht auch toll aus, neulich hatte ich Probleme mit den Texturen, mit den Streckenoberflächen, dass die reflektierend sind. Lag daran, dass ich irgendwelche alten Files hatte noch vom alten PC und ich habe einfach alle Strecken gelöscht und dann wieder herstellen lassen durch Steam. Das hat mich, glaube ich, 15 Minuten Zeit gekostet und jetzt habe ich wieder auf allen Strecken gut aussehenden Regen und das wollte ich euch eigentlich zeigen. Um den Audi geht es gar nicht so viel, der hat jetzt neue Frontflügel bzw. so Flaps oder wie die heißen und hinten einen neuen Heckflügel und vielleicht eine andere Motorkonfiguration, also keinen anderen Motor, nur eine andere Einstellung, ja, und so viel kann ich darüber gar nicht sagen, es ist halt ein Auto, was schnell fahren kann und ja, das versuchen wir jetzt auf dem Hockenheimring. Im Regen, ach, ich liebe es im Regen zu fahren, in Assetto Corsa Competizione auch schon, aber ich rede schon wieder viel zu viel. Auch hier in R-Faktor 2 weiß ich nicht so viel über das neue Update. Es hat sich einiges getan. Das User Interface, das neue, kann man in der Beta testen, wenn man das möchte. Ich fand es nicht so knorke, deswegen bin ich beim alten geblieben. Vor allem der Gegnerauswahlbildschirm hat mich schwer enttäuscht, um ganz ehrlich zu sein. Denn ich hatte sowas erwartet wie für Race'em Racing Experience oder in Race'em Racing Experience. Da gibt es einfach den besten KI-Auswahlbildschirm aller Zeiten. Und ja, das neue User Interface sieht super aus, aber ja, hat eigentlich gar keine neuen Funktionen oder nicht viele neue Funktionen. Zumindest habe ich die nicht gefunden und war eben ein bisschen abgeschreckt dadurch, dass ich so viele Klicks tätigen musste. Also man muss wahnsinnig oft klicken, um irgendwo hinzugelangen und weiß dann nicht mehr, wo man sich befindet. Also so geht's mir, aber vielleicht liegt es einfach nur an der Gewohnheit. Ich bin halt dieses alte User-Interface hier gewohnt. Keine Ahnung. Mal gucken, wie es wird, wenn es richtig fertig ist und alle Sachen dann gut implementiert worden sind. Ach so, ja, da erscheint auch immer so eine Nachricht, dass nach Servern gesucht wird. Ich möchte aber gar nicht online fahren, deswegen würde ich das gern deaktivieren, dass nach Servern gesucht wird. Weil jedes Mal, wenn man zum Hauptbildschirm zurückkehrt, sucht er nach neuen Servern und das dauert dann halt ein paar Sekunden. Aber das regt halt auf, wenn es jedes Mal ein paar Sekunden sind und man will gar nicht online fahren. Ja. Mit dem Audi fahre ich übrigens sehr selten, muss ich sagen. Also ich weiß nicht warum, denn eigentlich hat mich dieser Audi damals zu Project Cars 1 gebracht, weil ich den gesehen habe in irgendeinem Teaser-Video und der hat mir so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, boah geil, so ein Audi will ich auch mal fahren in einem Spiel. Und in Assetto Corsa damals gab es den auch. Und ich liebe einfach diesen Sound. Es tut mir leid, dass ich wie eine alte Oma fahre, aber eigentlich dürfte ich um diese Zeit keine Videos mehr aufnehmen. Aus meinem Mund kommt nur noch Wortgulasch raus. Ich kann mich kaum noch konzentrieren. Ich bin abends immer so fertig, aber ich kann zu einem anderen Zeitpunkt des Tages kann ich kein Video aufnehmen. Bei drei Kindern ist es unmöglich. Da kommt immer eins rein. Und möchte irgendwas. Und dann muss ich wieder von vorne anfangen, weil ich meistens alles in einem Take aufnehme. Und ich finde es einfach toll, wie es in R-Faktor 2 aussieht mit der reflektierenden Oberfläche, also mit den Pfützen. Die haben leider keine Physik, also wenn ich über eine Pfütze drüber fahre, dann merke ich keinen Unterschied zur anderen Fahrbahn oder zu anderen Bereichen auf der Fahrbahn.
Ja, und es ist so wie im letzten Video in Assetto Corsa Competizione. Ich muss ja keinen Hehl draus machen. Ich komme natürlich gerade aus dem anderen Video. Es ist derselbe Abend. Samstagabend vor Weihnachten. Vor dem vierten Advent, wenn man so möchte. Ne, und da habe ich es ja auch schon gesagt, man rutscht halt so krass über die Vorderräder, also hat so massiv untersteuern hier. Beispielsweise, man denkt, man wäre langsam genug, aber nee, man müsste noch viel langsamer sein. In Assetto Corsa Competizione hat mein Rating darunter gelitten. Hier leiden nur die Reifen drunter. Die Reflexion auf den Curbs, achtet mal hier jetzt links auf den Curb, die sind mir ein bisschen zu krass. Müsste man vielleicht noch runterschrauben. Also da sieht man die Wolken, wie sie sich reflektieren oder irgendwas, und ja, ist ein bisschen zu krass. Was macht der? Fährt er in die Box? Ja. Aber optisch, sehen die Pfützen gut aus. Ich habe gerade noch was gelesen, bevor ich das Spiel gestartet habe. Weil ich gedacht habe, vielleicht kann ich ein bisschen was über das neue Update erzählen, aber nee, ich kann eigentlich nichts erzählen. Auf jeden Fall ist mir gerade aufgefallen, dass es einen neuen BMW geben wird, einen neuen BMW M2, allerdings dann etwas Straßenversionniger. Das ist ein tolles Wort, vor allem wenn man den Anfang wegschneidet, dann werde ich wahrscheinlich Probleme mit dem Gesetz haben. Egal, lassen wir das. Darauf freue ich mich schon. Den M2 finde ich richtig stark. Den hätte ich jetzt auch nehmen können fürs Video. Aber da der nicht so viel Downforce hat und... ja, was labere ich eigentlich rum? Ich wollte mit dem Audi fahren. Punkt. Ui. So, ich muss eine gute Runde hinbekommen, sonst bekomme ich Probleme. Denn eigentlich wollte ich euch ja die Replay zeigen. Da muss man schon eine einigermaßen gute Runde hinlegen. Hier so geil, wie sich diese Zuschauertribüne, die ja eigentlich blau ist, türkis, in der Strecke widerspiegelt. Fantastisch. So muss es sein. Komm, wir gehen mal in die Außenansicht. Die Runde ist eh tot. Ja, Moment. Was mir auch wahnsinnig gut gefällt in R-Faktor 2, sind diese Spuren, die man hinter sich herzieht im Regen. Das hat beispielsweise Assetto Corsa Competizione nicht. Und jetzt lassen wir mal den Kollegen vorbei, wenn ich richtig gehört habe. Nee. Da ist gar niemand. Hui, Reflexion des Todes, diese Tribüne. Habt ihr gesehen? Müsste ich vielleicht ein bisschen runterschrauben. Aber die Auflösung ist geil. So, jetzt gilt's. Und wer meine Videos kennt, der weiß, immer wenn ich das sage, funktioniert gar nichts mehr. Im Assetto Corsa Competizione Video auch schon. Okay, hier muss ich später bremsen. Mal gucken, ob das Modell der antizipativen Verhaltenskontrolle auch nachts um 23:30 noch greift. Ich glaube nicht. Also heißt, am Ende der Runde werde ich es vergessen haben und werde wieder so früh bremsen. Weil mein Gehirn eben das Feedback nicht verarbeiten kann, welches es hätte eigentlich gerade gewinnen müssen. Ach so, in R-Faktor 2 gibt es gerade ganz viele Sachen billiger. Also guckt einfach mal auf Steam in den Shop rein. In den R-Faktor 2 Store über die Shop-Seite. Vielleicht ist ja was dabei, was euch gefällt oder wo ihr gesagt habt, nee, da warte ich lieber noch. Ich kann R-Faktor 2 nur empfehlen, auch mit dem alten User Interface. Es hat einfach ein bombastisches Fahrgefühl. Es macht so Spaß mitzuerleben, wie die Reifen warm werden, wie sie sich dann verändern, also wie sich das Fahrgefühl verändert. Ja. Die KI macht meistens einen guten Job, wenn man sie fahren lässt, also wenn man Training macht und Qualifying und dann ins Rennen geht, dann ist die KI eigentlich, ja, was heißt recht gut, eigentlich die beste, die es so gibt.
weil die auch zumachen, also die verteidigen ihre Linie. Aber ich glaube, ich sage das in jedem R-Faktor 2 Video. Man muss ja schließlich auch das Spiel, was man sich gekauft hat für viel Geld, muss man ja auch ein bisschen verteidigen. Ich kaufe mir ja nicht einen Porsche und sage, boah, der fährt eigentlich total beschissen, ich würde mir lieber noch einen Audi A8 kaufen, aber habe jetzt kein Geld mehr. Nein, dann sagt man natürlich, nee, mein Porsche ist das beste Auto der Welt. Oder vielleicht nicht der Welt, aber ihr wisst, was ich meine. So, und jetzt hat das Modell der antizipativen Verhaltenskontrolle gegriffen. Ich konnte mich daran erinnern, dass ich vorher viel zu früh gebremst habe, beziehungsweise mein Unterbewusstsein hat mich daran erinnert. Weil ich habe jetzt gerade nicht daran gedacht eigentlich. Also nicht explizit daran gedacht. Ja. Und habe dann tatsächlich später gebremst. Das war nicht gut. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass wir eine saubere Runde brauchen, dass es gut aussieht fürs Video, also für die Wiederholung, um die es eigentlich geht. Ja, so kann es gehen. Oh, das war zu viel. Das schaffe ich auch nicht mehr. Oh Gott. Ich muss mal die Apps anmachen. Jo, Reifen sind nicht so auf Temperatur. Ja, man muss hier nochmal ein bisschen nachbremsen, um nicht rauszurutschen. Den McLaren hole ich mir, außer er fährt in die Box. Die KI müsste auf 95% stehen. Ich kann bei trockenen Bedingungen gegen eine 100... Was war's? Ach, über 10. Also über 110 kann ich eigentlich mithalten in R-Faktor 2. Aber im Regen nicht. Auch in Assetto Corsa Kompetitionen, da muss ich auch im Regen runterregeln. Also die KI runterregeln, weil ich sonst nicht klarkomme. In Project Cars 2 muss ich, glaube ich, die KI bei Regen um 20 Punkte runterregeln. Weil die einfach so überstark ist. Oh Gott, war das kläglich. Nicht mal der Delta-App gefällt's. So, zwei Ründchen haben wir noch, oder? Na, vielleicht anderthalb. Mal schauen. Hier muss ich jetzt ein bisschen früher bremsen. Also hier. Ja, scheint was gebracht zu haben. Da hat auch, weiß nicht, halber Meter zum Scheitelpunkt gefehlt. Und wenn man in R-Faktor 2 so am Lenkrad rüttelt, also wenn man so hin und her wackelt, dann bringt es sehr viel, weil dann hat man irgendwann, findet man den Grip auf der Vorderachse. Soll man in echt nicht machen. Habe ich mal gesehen bei so einem Instructor-Video. Ich weiß gar nicht, wer da gefahren ist. Jimmy Broadbent, glaube ich. Der ist gefahren in einem echten Rennauto. Und dann hat der Instructor ihn eigentlich sehr gelobt dafür, wie er fährt. Aber er hat ihn ein bisschen geschimpft, was dieses Wackeln anbelangt. Also dieses nach Grip suchen, das soll man in echt nicht machen, weil man sonst... Nein, nein, nein. Weil man sonst die Reifen zerstört. Gut, wir haben nicht eingeschlagen. Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich hier elegant nochmal Schwung hole. Jetzt werde ich gleich disqualifiziert, weil ich falsch rumfahre. Es war jetzt nicht so viel Schwung geholt, aber es sollte reichen, denn wir haben jetzt nur noch eine Runde und die muss jetzt sitzen. Ha, langsamer rein in die Kurve, aber schneller rausgekommen. So muss es sein. Oh Gott, Oma Schleichfahrt. Ah, die Runde wird's. Beste Regenrunde ever auf Hockenheim. Also von mir.
Ich hasse es, aus Haarnadelkurven raus zu beschleunigen. Ich tue mir das so schwer, wie viel Gas ich geben soll, wann ich Gas geben soll. Auch die Kurve, meine absolute Hasskurve. Die KI fährt hier in allen Spielen eine Sekunde schneller als ich. Es war gut, es sah langsam aus, aber es sendet deshalb schneller als vorher. Ganz wichtig. Geht, 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 geht. Jetzt darf man nicht so weit rauskommen wie gerade eben. Ah, Schwung verloren. Macht nichts, es regnet ja auch. Sind wir Erster. Und leicht im Drift, macht überhaupt nichts. Und jetzt geht der Tank, der Sprit alle. Geil, so muss es sein. Tja. Ich würde sagen, das hat funktioniert. Schön jetzt auch mit der Sonne, die auf unseren Audi scheint. Ach, fantastisch. Oh, wann hatten wir denn einen Einschlag? Habe ich das irgendwie verdrängt gerade? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir irgendwo dagegen geballert sind. Sehr merkwürdig. Naja, jetzt gehen wir mal raus hier. Und gehen mal auf Standings. Und dann gehen wir hier auf Fullscreen. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ich habe es aber total vergessen. Tut mir leid, wenn ich wieder mitten im Satz aufgehört habe zu sprechen. So, wo waren die schnelle Runde? Wo war ich denn der Beste der Besten? 1,52, Sektor 3, dann können wir doch hier jetzt mal die Enter-Taste drücken und die Maus wegfahren. So. Ach genau, da war der McLaren. Ach, auch geil, die Zuschauer. In Assetto Corsa-Kompetition wollte ich fast noch in die Wiederholung reinbabbeln, weil, so geil. Ach genau, der Dreher und jetzt, ja, okay, alles klar. Guck mal einfach jetzt mit an. So geil, die Zuschauer haben einfach keinen Schirm und nichts. Die stehen da bei schüttendem Wetter einfach wie im Sommer dran und freuen sich, dass sie ein paar Rennautos sehen dürfen. So muss es sein. Liebe zum Motorsport. Achso, ich wollte noch von echt dieses Weinst du Lied anstimmen. Vorher eigentlich schon im Intro, wegen den Regentropfen. Achso, ich sollte ruhig sein, glaube ich. Also, ich verabschiede mich jetzt von euch und mache dann die Wiederholung ein bisschen lauter, so peu à peu, und dann könnt ihr euch das noch angucken. Okay? Nein, ich rede noch ein bisschen zu Ende und lasse euch dann einfach nochmal da mit einem anderen Winkel. Fällt euch dann gar nicht auf, dass dieselbe Runde ist. Ja, so muss es sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es war ein bisschen eigenartig aufgrund der späten Uhrzeit und des Wortgulasches, welcher wieder mal aus meinem Mund herausgekommen ist. Aber das seid ihr mittlerweile gewohnt und da ihr mich nicht deabonniert habt, scheint es euch ja auch zu gefallen. Auf jeden Fall hoffe ich das. Und wenn nicht, dann schreibt einfach in die Kommentare, nimm mal ein Video morgens um 9 auf, vielleicht kommt dann was Besseres aus deinem Mund raus. Kann sein. Oder auch nicht. Wir werden es vielleicht irgendwann herausfinden. Ich wünsche euch, achso, kann ich euch eigentlich fröhliche Weihnachten wünschen? Ich denke schon, oder? Ja, wünsche ich euch mal ein frohes Fest und vielleicht auch einen guten Rutsch. Ich weiß nicht, wann ich dazu komme, wieder ein Video aufzunehmen. Vielleicht heute nicht mehr, aber vielleicht auch morgen Abend, übermorgen. Ich weiß es nicht. Das sehen wir dann. Also, auf jeden Fall fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch und alles, alles Gute für euch. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Okay, kleiner Denkfehler, es gab gar keine andere Kamera an sich, deswegen jetzt nochmal die Runde ohne mein Gelaber. Tschüss! Falls ihr euch fragt, wie viel FPS ich habe. Alle. Nein, im Ernst, Moment. Jetzt gerade 88, 86, 85, 84, 82, 85, 84, 85, 87, 84, 83, 79, 82, 90, 88, 90, 98, 99. 97, 94, 90, 85, 84, 88. Also jetzt habt ihr mal eine grobe Range. Tschüss! Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Windschutzscheibe tropft? Komm her, ich küsse den Regen weg, probier ihn, ob er salzig schmeckt.